Ist die schön, deine neue Katzentoilette? Da bist du ja sogar auch drauf gegangen. Normalerweise gehst du gar nicht auf Katzentoiletten, ne? Die chillen auch einfach ab und zu mal nur so da drinnen. Warum hast du abgebrochene Schnurrhaare? Deine Schnurrhaare sind abgebrochen, Mensch. Was ist denn da passiert? Mein Baby. Ich finde das immer so goldig. Immer wenn die Kuschi auf Toilette war, dann beobachtet sie immer ganz genau, wie die Toilette sich dann von selber reinigt. Also das ist immer sehr interessant. Und normalerweise ist sie eine sehr scheue und schreckhafte Katze. Aber das findet sie wirklich super interessant. Die Toilette an sich finde ich vom Style her wirklich richtig cool und macht auf jeden Fall was her. Erinnert mich irgendwie an so alte Röhrenfernseher, oder? Was sagt ihr? Vom Design her einfach mega und die technischen Daten sind wirklich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hier kann man jetzt auch ganz gut erkennen, dass das Geschäft, das verrichtet worden ist, fällt dann dort ins Loch rein und sammelt sich dann unten im Behälter. Den sollte man logischerweise alle 5 Tage circa mal erneuern. Die Firma liefert auch schon die dazugehörigen Tüten dazu, aber ihr könnt natürlich auch x-beliebige Tüten nehmen, ist ja ganz klar. Hier demonstriere ich euch mal die Entleerung. Es ist wirklich kinderleicht. Also ihr zieht die Schublade einfach raus, löst die Tüte, stülpt deine neue drüber und das war's dann eigentlich auch schon. Ich dachte mir früher immer, ach, das ist alles so Geldmacherei, braucht man nicht. Aber ich finde, es erleichtert einem schon einiges. Dort ist auch noch ein Deo drin enthalten, damit es natürlich nicht unangenehm riecht. Es ist nicht direkt in der Katzentoilette verbaut, was ich persönlich richtig gut finde. Denn die Katzen müssen ja auch nicht einen unnötigen Deo-Geruch einatmen. Hier zeige ich euch die Toilette noch einmal von innen. Das ist die Innentrommel. Durch das Loch könnt ihr nämlich dann auch ganz bequem das Katzenstreu auffüllen. Mitgeliefert wird dann noch so eine Matte, so eine Auffangmatte. Da sammelt sich dann das Katzenstreu, wenn die Katzen aus der Toilette rauskommen. Finde ich persönlich auch sehr praktisch, denn es liegen nicht mehr diese ganzen Krümel rundherum herum und du musst nicht mehr mit einem Kehrbesen da hinterher sein. Deswegen einfach top. Vorne an der Öffnung der Katzentoilette befinden sich auch noch 3 Sensoren. Bedeutet, die Katzentoilette sieht ganz genau oder merkt ganz genau, dass eine Katze in der Nähe ist und stoppt dann auch sofort die Reinigung. Da muss man sich wirklich keine Sorgen machen, dass die Katzentoilette einfach losreinigt, wenn die Katze jetzt direkt davor steht. Also das macht sie nicht. Ein hochwertiges Display ist auch noch vorhanden. Da könnt ihr auch alles manuell einstellen. In der App habt ihr dann auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Dort könnt ihr einstellen, welches Katzenstreu ihr benutzt, wie viele Katzen ihr habt. Also es können mehrere Katzen gespeichert werden. Hier sieht man jetzt auch ganz genau eine Benachrichtigung, eine Gesundheitsbenachrichtigung quasi. Da wurde gesagt, dass die Kuschi sehr oft die Katzentoilette benutzt hat. Denn wenn eine Katze zu oft auf Toilette geht, dann bedeutet das ja, dass da auch irgendwas nicht stimmt. Aber ich kann euch einfach versichern, dass die Kuschi da aus Spaß reingeht. Sie liegt da wirklich einfach mal so drinne und chillt ab. Ihr seht die jetzt auch auf der Displayanzeige. 4,5 Kilo hat die Kuschi. Wenn jetzt der Wurmi drin sitzen würde, würde da bestimmt locker 6,5 Kilo stehen. Und ich sag euch auch ganz ehrlich, sie geht da wirklich aus Spaß rein und liebt diese Katzentoilette über alles. Ich hätte das nie gedacht und bin wirklich glücklich, dass sie jetzt wirklich so gerne da reingeht. Hier wollte ich euch auch nochmal demonstrieren. Jetzt reinigt sich gerade die Katzentoilette, weil die Kuschi ja logischerweise drauf war. Und wenn ich mich der Katzentoilette nähere, dann stoppt sie auch sofort. Zudem ist die Katzentoilette auch sehr, sehr leise, was die Reinigung betrifft. Also die Katzen haben null Angst, gar nicht. Und Kuschi, man kennt sie ja, Schisserin hoch 10, die guckt da einfach rein. Die liebt das. Bist du überzeugt? Also Kuschi, kannst du die Katzentoilette mit gutem Gewissen empfehlen? Ich verlinke euch auf jeden Fall die Katzentoilette mal unten in der Videobeschreibung und füge euch auch den Link in den Kommentaren hinzu. Da könnt ihr nochmal selber nachschauen, was es alles für Funktionen gibt. Es gibt einige Funktionen und es ist auf jeden Fall ein Must-Have für jeden Katzenhaushalt, muss ich sagen. Was denn? Willst du raus? Hofft, dass ein Chicken Nugget runterfällt. Wohl ich gebe ihnen Innerei. Ja, weil Chicken Nugget ohne Panade. Ja, weil die sind noch scharf ein bisschen. Guck mal, wie süß. Nein, Schatz, kannst du mir Fernbedienung bitte bringen? Ich weiß nicht, wo die ist. Ja, guck mal bitte gerade. Auf Tisch und so. Schatz, hier ist keine Fernbedienung. Die kann doch nur hier sein. Wohnzimmerbereich. Wo soll die denn sonst sein? Guck mal so. Das
Schublade auf. Nee, Schatz, hier ist keine Fernbedienung. Doch hier. Hä, warum ist sie hier auf dem Tisch? Hier. Dich anguckt. Warte mal. Warum du denkst, das kann ja nicht teuer sein. Doch, kann's, meine Freunde. Da müsst ihr wirklich auch. Was willst du? Willst du einen Chicken Nugget haben? Darfst du nicht, Schatzi. Das ist sehr heiß. Darfst du nicht haben, Schatzilein. Heiß und scharf. Wo ich den? Er war der goldene Junge. Ich liebe diese Nahaufnahmen von Katzen. Mein Baby. Mein Baby. Katzen sind aus jeder Perspektive schön. Das stimmt, ja. Und diese Rosane da unten ist auch schön. Weil das heißt es. Was macht er da? Er versucht das zu töten. Bunmi, was ist das? Hä? Schatz, da war auch noch Panade dran. Was machst du schon wieder? Da willst du da rein? Ha? Komm, ich mach dir auf. Komm, hier. Komm. Hier. Da kannst du rein. Bitteschön. Komm. Ja, jetzt traust du dich nicht, ne? Sagst du Mami tschüss? Gibst du noch einen Kuss? Nö, du ignorierst mich wieder, ne? Der liebt diesen Stuhl hier. Das ist nicht unser Stuhl, aber er liegt trotzdem drauf und bewacht ihn. So, ich muss jetzt zur Arbeit. Mal gucken, wie das Wetter draußen ist. Oh, wunderschön. Wunderschön. Es regnet mal wieder. Ah, aber hilft ja nichts. Ich muss ja trotzdem zur Arbeit, ne? Mal noch hier ein bisschen aufräumen. So. Und meinen Kaffee nehme ich auch noch mit. Oder beziehungsweise ich trinke ihn noch schnell leer. Wo ist er? Wo ist mein Kaffee? Wo ist mein... Da ist mein Kaffee. Da. Tada. Wer ist das? Das ist ein Baby. Schön mit Lippenstift. Pass schön auf dich auf. Halt hier schön die Stellung, ja? Gut. Und dann kuscheln wir heute Abend wieder. Oder wir gehen wieder live. Was sagst du dazu? Irgendwas stimmt mit meiner Kamera nicht. Mit meiner Kamera und mit meinem Ton stimmt irgendwas nicht. Keine Ahnung. Jacke. Jacke, Jacke. Nehmen wir mal die hier. Schüchen. Boah, die haben auch mal wieder dringend eine Wäsche nötig. Die sind ja richtig dreckig. Bah! Naja, für die Arbeit reicht's wohl.